Ja, guten Morgen von meiner Seite. Nach der Nicht-Wahlkampfrede oder eigentlich Wahlkampfrede von Ludwig hat man gemerkt, worum es ihm geht. Es geht ihm darum, möglichst viele Versprechen auch noch abzulegen vor dem Wahlkampf, viele Wahlzuckerl auch zu machen, die natürlich sehr viel kosten werden und das Budget belasten werden. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es keinen Plan gibt, diese Versprechen auch gegenzufinanzieren. Zu sagen, woher man dann das Geld nimmt oder gar zu sagen, man schaut auch, dass man Geld einspart. Und es wäre im Wiener Politik- und Verwaltungssystem in ganz, ganz vielen Bereichen möglich. Aber davon gab es kein einziges Wort von Michael Ludwig. Das hier haben wir keine sehr mutige, hier haben wir eine visionslose, eine mutlose Politik auch gesehen. Und am Wochenende Gernot Blümmel, der Teilzeit-Wien-Chef der ÖVP. Er hat auch viel von den Schulden der Stadt geredet, aber hat auch nicht davon gesprochen, wo man dann eigentlich auch Geld einsparen könnte, nämlich unseres Erachtens nach dort, wo in Wien besonders viel Geld steckt, im Politiksystem. Wir haben die allerhöchste Parteienförderung in Österreich, einer der höchsten der Welt, und wir haben ganz, ganz viele sinnlose Politikposten in Wien. Bezirksvorsteher, Stellvertreter, die niemand braucht, nicht amtsführende Stadträte, die niemand braucht, aber die ÖVP und Gernot Blümel wollen das natürlich auch nicht angreifen, weil die profitieren auch davon und sie wollen nicht ihre eigene Pfründe hier auch kürzen, obwohl es fürs System natürlich sinnvoll wäre und mehr Geld für wichtige Investitionen freimachen würde, zum Beispiel für Bildungspolitik oder auch für den Gesundheitsbereich. Und wir NEOS sagen, dass seit unserem Einzug in den Wiener Landtag und Gemeinderat und auch schon davor, dass wir in diesen Bereichen dringend auch sparen müssen. Seit 2015 kämpfen wir dafür, dass diese sinnlosen Posten vor allem auch abgeschafft werden und haben da immer wieder auch Initiativen gestartet. Im Wiener Gemeinderat, im Landtag, aber auch natürlich so politisch haben wir Initiativen gestartet und haben sogar durch unseren Druck es erreicht, dass sich der Wiener Landtag mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, dass man sinnlose Posten wie die nicht amtsführenden Stadträte streicht. Da gab es 2015 auf unseren Druck schon einen Beschluss. Leider hat sich nicht viel getan. Wir sehen jetzt eine neue Chance, hier wieder eine Initiative zu starten, weil neue Bundesregierung, die Abschaffung der nicht amtsführenden Stadträte muss auf Bundesebene geschehen. Darum ist auch Niki Scherak heute mit dabei, weil wir hier eine neue Initiative starten, diese Sinnlosposten auch endlich abzuschaffen. Kein Mensch kann sinnvoll begründen, warum wir in Wien 46 Bezirksvorsteher Stellvertreter brauchen. Diese Bezirksvorsteher Stellvertreter werden fürstlich bezahlt fürs Spazierengehen im Bezirk. Diese 46 Damen und Herren verdienen pro Person immerhin 4.500 Euro pro Monat und das 14 Mal im Jahr. Und gleichzeitig sagt die Stadt, wir haben nicht das Geld, um Schulsozialarbeiter anzustellen. Und da stimmt was nicht. Geld sinnlos beim Fenster rauszuwerfen für ein üppiges Politiksystem und gleichzeitig nicht das Geld zu haben für Schulsozialarbeiter, da läuft etwas schief. Das ist mehr als ungerecht. Und die besondere Kuriosität, die wir in Wien haben, ist die der nicht amtsführenden Stadträte. Wir haben hier das Schlechteste aus dem Proporzsystem übernommen, nämlich dass wir eine Proporzregierung haben, aber nur die Regierung auch amtsführende Stadträte auch stellt. Das heißt, wir haben hier nicht amtsführende Stadträte, die fürstlich bezahlt bekommen, hier auch wieder fürs Nichtstun. Das sind die bestbezahlten Arbeitslosen, die wir in Wien haben, die nicht amtsführenden Stadträte und vor allem hier der Vizebürgermeister Nepp, das ist der bestbezahlte Arbeitslose, den wir in Wien auch haben. Wie schaut die Situation mit den nicht amtsführenden Stadträten aus? Die FPÖ stellt drei zur Erinnerung. Ursula Stenzel, die ja immer wieder auffällt. Weiterer Grund, warum man diese Position abschaffen sollte oder zumindest auch diese Personen abwählen können sollte, was ja nicht möglich ist. Maximilian Kraus ist der zweite und die dritte kennt man weniger für Insider, Ulrike Nittmann. Dominik Knapp als nicht amtsführender Vizebürgermeister der FPÖ kommt hier natürlich noch dazu. Die ÖVP hat auch einen, Markus Wölbitsch, drum natürlich wenig Interesse, den auch abzuschaffen. Die Kosten für diese Posten sind sehr, sehr üppig. Nicht amtsführender Vizebürgermeister verdient immerhin 10.000 Euro im Monat, 10-mal im Jahr. Nicht amtsführende Stadträte immerhin 9.000 Euro und 92 nach aktuellem Stand und das auch 14 Mal im Jahr. Darüber hinaus kommen noch zwei Mitarbeiterinnen pro nicht amtsführenden Stadtrat und
50 Quadratmeter Büro. Das ist ein sehr, sehr üppiger Apparat, der hier auch noch zur Verfügung gestellt wird. Und das verursacht Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, eine große Belastung für das Budget und Geld, das viel, viel besser woanders aufgehoben wäre. Das sind 6 Millionen Euro pro Legislaturperiode, die man sich rein über die Abschaffung der nicht amtsführenden Stadträte einsparen könnte. Das ist ein Haufen Geld und ich wüsste viele Bereiche, wo wir in Wien dieses Geld ganz, ganz dringend brauchen. Unterstützungspersonal für Lehrerinnen und Lehrer, wo wir säumig sind und weit hinter dem internationalen Vergleich sind. Hier könnten wir zum Beispiel das Geld investieren. Wir NEOS wollen diese Posten streichen. Uns reichen die Sonntagsreden auch von anderen Fraktionen, dass man diese Posten ja eh nicht braucht. Wir wollen jetzt wirklich Tatsachen schaffen. Wir möchten noch, bevor die Legislaturperiode zu Ende geht, endlich diese sinnlosen Posten, die wir hier in Wien haben, streichen. Das wäre gut auch für die nächsten Legislaturperioden, weil man mehr Geld zur Verfügung hat für anderes. Und es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass nicht Politiker bezahlt werden fürs Nichtstun. Politiker, die kein Ressort haben, wie nicht amtsführende Stadträte, die gehören abgeschafft. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und wie wir das versuchen, bitte ich jetzt dich, Niki, auszuführen, weil wir im Parlament dazu auch eine Initiative wieder starten. Ja, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank auch für die Einladung. Die Absurdität im Zusammenhang mit den nicht amtsführenden Stadträten ist ja nicht nur, dass sie unfassbar viel Geld kosten und in Wirklichkeit die teuersten Arbeitslosen in Wien sind. Die Absurdität ist auch eine demokratiepolitische, weil, wie richtig von Christoph Wiederkehr angesprochen, gibt es an und für sich einen Beschluss des Wiener Landtages seit dem Jahr 2015, sogar zwei Beschlüsse. Einer, der unterstützt wurde von SPÖ, Grünen und uns NEOS, und einer, der sogar von vier Parteien unterstützt wurde, nämlich von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS, dass der Verfassungsgesetzgeber eine Möglichkeit schafft, die nicht amtsführenden Stadträte auch abzuschaffen. Es gibt diese Aufforderung an den Verfassungsgesetzgeber, sprich an uns als Parlament, insbesondere der Verfassungsausschuss ist zuständig in erster Linie, und das seit dem Jahr 2015. Und wieso braucht es das? Das Ganze braucht es deswegen, weil die Bundesverfassung vorsieht, dass es Proporzregierungen in Gemeinden, in Städten geben soll. Und das ist grundsätzlich nachvollziehbar und auch richtig für kleine Gemeinden. Stellen Sie sich eine 800, 900 Einwohnergemeinde vor. Dort macht es Sinn, dass man gemeinsam versucht, dass alle im Gemeinderat vertretenen Parteien, die ein gewisses Wahlergebnis haben, sprich über eine gewisse Hürde drüber sind, auch im Gemeindevorstand vertreten sind. Das macht jedenfalls Sinn. Diese Regelung ist jedenfalls logisch. Sie ist nur nicht für eine Sondersituation wie Wien gemacht. Wien, die was gleichzeitig Stadt und Land ist, dort macht das nicht sonderlich viel Sinn. Und wohin das geführt hat, ist ja die Situation, dass zwar alle im Gemeinderat vertretenen Parteien, die ein gewisses Ergebnis haben, in der Stadtregierung repräsentiert sind, allerdings halt einzelne nur als nicht amtsführende Stadträte und so enorme Kosten verursachen. Die Absurdität mit den nicht amtsführenden Stadträten gibt es auch in anderen Städten. St. Pölten hat jahrelang die Situation gehabt, dass sie überhaupt keinen amtsführenden Stadtrat gehabt haben, sprich alle 12 Stadträte waren nicht amtsführend. Und in Innsbruck gibt es auch gewisse Absurditäten dahingehend. Das führt einfach dazu, wenn ich eine Verfassung habe, die für solche Sondersituationen keine Regelungen vorsieht. Und wir haben als NEOS immer vorgeschlagen, dass es eine besondere Regelung insbesondere für Wien geben soll, weil Wien eben Stadt und Land gleichzeitig ist und das hier so keinen Sinn macht. Wir haben dementsprechend wiederum einen Antrag eingebracht im Nationalrat, dass es zu einer Sonderregelung in der Bundesverfassung kommen soll, dass die Stadt Wien sich das oder das Land Wien sich das selbst aussuchen kann, wie man mit der Situation umgeht, ob man die Situation beibehält, weil wir würden ja als NEOS auch gar nicht der Stadt oder dem Land irgendwas vorschreiben wollen. Wir wollen die Möglichkeit an Wien geben, dass Wien sich selbst aussuchen kann, wie es mit der Situation umgeht. Und das ist im Übrigen auch genau das, was die Beschlüsse aus dem Wiener Landtag vorsehen. Sie wollen Handlungsfreiheit für die Stadt Wien und dass es in Zukunft die Möglichkeit gibt, entweder weiterhin das System so weiterzuführen bei der gesamten Absurdität oder sich zu überlegen, dass man in Zukunft die nicht amtsführenden Stadträte nicht mehr hat. Wir werden dementsprechend, oder haben wieder schon einen Antrag eingebracht, wir machen das zum mittlerweile knapp fünften Mal, dass wir seit 2013 diesen Antrag einbringen. Wir haben es auch teilweise mit Entschließungsanträgen im Parlament schon gemacht, aber hier liegt ein konkreter Gesetzesantrag vor und wir werden den jetzt wiederum auf die Tagesordnung setzen im Verfassungsausschuss und wenn dort nichts weitergeht, auch einen Fristsetzungsantrag im Parlament machen.
Sie können sich gar nicht vorstellen, mit was für absurden Begründungen über diese Jahre hinweg dieses Vorhaben von uns immer wieder vereitelt wurde. Wir haben Sachen gehört, wie das geht sich jetzt gerade nicht aus vor irgendwelchen Wahlen. Dann war immer wieder die Diskussion, dass man das ja nicht machen kann, weil die Kontrolle eingeschränkt wird, anstatt dass man sich überlegt, wie man die Kontrolle gewährleisten kann. Und bis hin zur meiner Meinung nach jetzt aus der jetzigen Perspektive gesehen absurdesten Begründung, die war nämlich immer, wir wollen ja nicht über Wien drüber fahren, wir wollen wissen, was Wien gerne hätte. Wir brauchen einen Beschluss des Landtages. Und wie ich schon vorher ausgeführt habe, gibt es seit 2015 diesen Beschluss des Landtages, dass der Landtag sich wünscht, hier Freiheit zu haben und selbst gestalten zu können. Und dementsprechend müsste es eigentlich ganz klar sein, dass der Verfassungsgesetzgeber, nachdem hier ja auch genügend Parteien, und die hätten auch eine Verfassungsmehrheit, gemeinsam dieser Meinung sind, dass man Wien hier die Freiheit geben sollte, dass der Verfassungsgesetzgeber das auch entsprechend macht. Es haben nicht nur in Wien SPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS gesagt, dass sie das sich wünschen, sondern eigentlich auch in den diversen Wortmeldungen im Parlament. Insbesondere waren die Wortmeldungen immer darauf ausgerichtet, dass man darauf wartet, was der Landtag sich wünscht. Dieser Wunsch ist da, der liegt seit 5 Jahren am Tisch und dementsprechend ist es eigentlich klar, dass man das entsprechend machen sollte. Wie Christoph Wiederkehr schon angesprochen hat, gerade wenn man als Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef, also Gernot Blümel, hier immer wieder Forderungen in den Raum stellt, dass man Schluss machen muss mit dieser Schuldenpolitik, wäre das ziemlich einfach, dass man etwas löst, was ganz einfach zu lösen ist, eine einfache Sonderregelung für Wien machen, selbstverständlich auch Kontrollmöglichkeiten zu schaffen für dann nicht mehr in der Stadtregierung repräsentierte Parteien, aber klar sagt, man versucht hier einerseits diese Absurdität zu lösen und andererseits den Steuerzahlerinnen und den Steuerzahlern auch noch Geld zu sparen. Ich schaue hier ganz besonders einerseits auf die ÖVP, die hier auch immer vollmundig angekündigt hat, dass sie Geld sparen wollen, andererseits ganz besonders auch auf die Grünen. Es waren, noch bevor es NEOS gab, immer die Grünen, die auf das Ende des Systems der nicht amtsführenden Stadträte gepocht haben, die gesagt haben, dass sie das wollen und hier vorantreiben, also etwas vorantreiben wollen. Und gerade jetzt, wenn die Grünen gemeinsam mit der ÖVP in der Bundesregierung sind, erwarte ich mir eigentlich, dass auch die Grünen ihre Versprechen einhalten und diese absurden Posten, die nichts anderes sind als Versorgungsposten für etwaige Parteigänger, auch wirklich abschaffen. Die Mehrheit im Nationalrat war gegeben. Es gibt eine Mehrheit aus ÖVP, Grünen, NEOS, gemeinsam mit der SPÖ eine Verfassungsmehrheit. Man könnte das ohne weiteres beschließen und wir werden dranbleiben, das auch weiterhin zu fordern. Dankeschön. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wir haben jetzt in der laufenden Legislaturperiode mit dem Mitbewerb sozusagen schon Gespräche geführt. Nein, also wir haben bis jetzt noch keine Gespräche geführt, weil es ja auch erst gedauert hat, bis sich die Ausschüsse konstituiert haben. Sie wissen, dass das ist etwas, was immer sehr lange dauert, leider Gottes im österreichischen Parlament, was wir uns ja auch anders wünschen würden. Und jetzt ist einmal die Zeit, dass wir es auf die Tagesordnung setzen werden und wieder zum Thema machen im Parlament. Ich bin insbesondere gespannt, wie diesmal die Ausreden sein werden. Ich glaube, also ich bin sehr verwundert, wie das sein wird. Ne? Die Grünen sind ja jetzt in der absurden Situation, dass sie Versprechen, die sie über Jahrzehnte eingegangen sind, nicht mehr halten können und sich teilweise sehr peinlich rauswinden. Wie man sich da rauswinden will, verstehe ich nicht. Insbesondere, und das ist ja, finde ich, der wesentliche Teil der Sache, es geht ja nicht einmal mehr darum, was wir als Verfassungsgesetzgeber uns wünschen, sondern es geht darum, dass man einem Wunsch des Wiener Landtages, der sehr klar ist, nachkommt und der auch dem entspricht, was alle Parteien im Parlament immer gesagt haben. Also es ist überhaupt keine große Sache. Es ist nicht so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Man muss es einfach machen. Und dementsprechend sind gerade die Grünen in der Regierung, wenn sie schon in 17, 18, 19 täglich ein Fall mehr Fällen umfallen, in der Sache gefordert, das auch voranzutreiben.